Pass auf. Wir schaffen das. Ich bin mir sicher, nächstes muss jetzt männlich sein. Komm. Aus, rein. Bei Linie 2 gibt es andere Pokémon. Dann. Jawohl. Steinpolitur. Macht es halt wieder relativ schwer, nenne ich es jetzt mal. Und nicht Verladung. Sollte echt gegen Wassergestein, wollte ich gerade sagen. Ist ein bisschen mutig. Ackerknall. Ja, das ist schon eher effektiv gegen uns. Noch ein, genau ein Superball. Einmal, zweimal, dreimal. Fast, Alter. Gibt's gar nicht. Platt. Ja, das tut weh. Das zieht halt einfach mal 20 ab. Das war ein Volltreffer. So, weniger KP als das andere das letzte Mal. Einmal, zweimal, dreimal. Jawohl. Aufgabe erfüllt. Micro Kleptifuchs, Zickzacks, alle ein Level ab. Gewissheit bei Kleptifuchs statt. Gewissheit macht 60 Schaden statt Standpauke. Kleptifuchs würde ich nur zu Gaunux machen. Und dann wäre es eigentlich, hätte es schon alles, was es erreichen muss. In mein Team. Klon Cat. Fliegt dafür raus. Dankeschön. So. Was wir jetzt machen können. Ich muss jetzt hier erstmal alles nach oben bewegen. Eins. Ich habe das immer gerne ein bisschen sortiert. Nach Leveln geordnet. So, pass auf. Jetzt gehe ich kurz zum Eingang zurück. Lass es heilen. Und dann gehen wir hier in der Höhle weiter. Genau. Jawohl. So. Das ist halt so ärgerlich, weißt du, du läufst hinterher und es fährt halt einfach vor dir weg, weißt du? Ist keine Chance, hinterher zu kommen. Hallo, Trainerin! Ach, das ist Labadrillerissan, dieses Tier, aber ich kann sagen, die drei Praktibalks. Es gibt in der Höhle, weil hier sind anscheinend nichts anderes als Praktibalks. Nice. Müssen aufpassen, Chimpip hat nämlich schon Level 19, also das hat bald Level 20. Und das wäre schlecht.
wenn es sich zu schnell levelt. Wobei in dem Fall wäre es nicht so schlimm. Klaps, was ist mit so einem Baumstamm? Ich gebe dir auch mal einen Klaps. Pam! Obelix haut einen Baumstamm auf dich drauf. Die spinnen doch, die Römer. So, Level 20, genau. Kamen Habs erreicht Level 14 und er lernt Schutzschild. Wie gesagt, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass Chimpep nicht zu stark wird. Ein Level höher und es gehorcht uns nicht mehr. Das wäre von Nachteil. Und es gibt hier noch ein paar Trainer. So, Team 26 Grimasse. Jawohl, weiter geht's. Hallo. Mal gucken. Mal gucken. Dick da. Ja gut, das kommt uns entgegen. Ich würde sagen. Murf ist Boden. Genau wie Dick da. Man hatte entweder damals Stalobor, also Bodenstahl, oder man hatte Radigator im Team. Generation 5. War Boden Unlicht und Boden Stahl. Und beide waren immens stark. Und sie sind auch einfach nur gestehen, das schaut einfach super cool aus da unten. Schuhe. Jawohl. Ein Cat. Kommt Gymsticks natürlich entgegen. Gestein gegen Pflanze. Boah, da kam einfach ein Dick da aus dem Nichts. Rein, egal ob du aussichtslos bist oder nicht, Dick da. Wenn ich weg will, will ich weg. So, davon wartet jetzt noch genau eine Trainer unter uns. Willst du etwa hier durch? Das würde mich an deiner Stelle nochmal. Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Ach du nervenaufregendes. Nervenaufreibendes etwas. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hör mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ. Kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Weil ich das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Ja. Eingebildetes Dreckskind.
sehr überlegen, wenn man das eigene Pokémon schon mit einer Attacke kaputt ist. Du musst deinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Körper zu zeigen. Gut, wir müssen jetzt aufpassen auf Chimpip. Molimorba, Pokémon wechseln. Kleptifuchs, du bist dran. Gewissheit. Prügler. Darf ich bitte mal so kurz fragen, ob dein Pokémon bisher irgendwelchen Schaden gemacht hast, für das, dass du so gut bist? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Lass mich die Sache einfach schnell beenden. Am besten teste ich mal an dir die Attacke, die mich in letzter Zeit so fasziniert. Ja, er macht mir endlich Schaden mit dem letzten Pokémon, mit Zeuselstimme. Kriegt Kleptifuchs tatsächlich 16 KP abgezogen. Und jetzt gebe ich noch einen Klatscher mit Gewissheit, das müsste reichen eigentlich. Na, was soll's? Ich habe auch nicht ernst gemacht. Ja. Dödelkopf. Jawoll, Micro entwickelt sich. Wie wurde Tukranowitz? Kranowitz, das kleine Pokémon vom Typ Flug. Größe 0,8 Meter, Gewicht 16 Kilogramm. Es weiß Objekte geschickt einzusetzen, so greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder wickelt Seile um Gegner. Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Trottel. So, pass auf. Wir müssen Campsticks mal kurz aussortieren. Weil sonst wird unser liebes Campsticks nämlich zu stark. Genau, bei den zwei macht's nichts. Wir müssen noch ein Pokémon fangen auf der nächsten Route. Genau. Jawohl. Dankeschön. Gibt es wieder ein paar Trainer. Alles sind wir dabei. Und ein Pokémon müssen wir fangen. Ja, nee. Schauwaffe. Danke. Der rettet mich gerade von dem Kampf. Mit Fritzelblitz, dass mir da schon hinterhergelaufen ist. Züchter Alex, setzt Mauzi ein. Genau, das müssen wir fangen, dieses Galar-Mauzi. Überleg mir gerade, wenn Feuer sehr effektiv ist, dann muss Mauzi dieses Mauzi theoretisch vom Typ Käfer sein.
Oder Pflanze. Waggon erreicht Level 19, das ist sehr gut. Smetbo. Wir dürfen sie halt von dem Orden nicht übertrainieren, das ist halt das Problem.